Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Lego Worlds. Wir haben das letzte Mal einen Steinzeitplaneten besucht. Dort haben wir alle Aufgaben erfüllt und sind dann anschließend auf diesem Zuckerplaneten gelandet. Ziemlich süß hier. Ja, dann haben wir schon eine Aufgabe erfüllt. Ich habe auch schon den Stein hier eingefügt, deswegen bin ich auch gerade bei der Rakete. Und ich würde sagen, wir werden auch jetzt hier zwei weitere Aufgaben suchen, denn ich wollte mal nachgucken, wie viele Aufgaben gibt es denn hier überhaupt. Und es scheinen tatsächlich drei zu geben und ich weiß, wo noch eine ist und wo die letzte ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Zumindest glaube ich, dass man hier wahrscheinlich auch noch was findet. Gucken wir erstmal nach. Ja. Sehr schön. Ein weiteres Werkzeug. Farbwerkzeug. Das Farbwerkzeug. Wähle das Farbwerkzeug, um beliebige Dinge umzufärben. Such dir einfach eine Farbe aus und klatsche sie überall drauf. Du kannst dich richtig austoben. Oder färbe einen Stein nach dem anderen. Mache deine Welt etwas bunter. Und beachte, dass sich mit der Farbe manchmal auch die Eigenschaften eines Steins ändern. Färbe sie schwarz, rosa oder Lava. Ja, ein Lavabaum. Schön. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es hier vielleicht auch noch so einen Stein gibt. Aber hier haben wir noch was. Und zwar eine Aufgabe zum Färben. Was möchtest du denn? Kannst du mein Haus anmalen? Bitte, ich mache es farbenfroh. Ja, okay. Ich mache es farbenfroh. Da muss ich eben kurz da aussuchen. Welche Farbe soll ich denn nehmen? Hier ist alles so bunt und so, ich weiß nicht. Wir können auch so einen braunen Ton nehmen, der dann so wie dieser Lebkuchen da ist. Das ist ja ganz okay. Zufällige Farbe. Wenigstens steht jetzt nicht an, welche Farbe ich nehmen soll, aber ich mache jetzt das hier so. So ein bisschen schokoladenmäßig, das passt zur Welt. Er will es auf jeden Fall farbenfroh haben. Also ganz ehrlich, ich kann mit so einem Ding überhaupt nicht umgehen, hier mit dem Farbteil. Kann ich leider wirklich nicht so gut umgehen. Deswegen versuche ich einfach mal, je nach beliebigen, irgendwie hier versuchen, irgendwie die Farbe drauf zu kriegen, so gut wie es geht. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Guck mal, das sieht doch eigentlich ganz süß aus. Also, ihr wisst, was ich meine. Hier vorne muss natürlich auch noch was hin. Ich meine, ich könnte das jetzt nicht so gut, aber ich versuche mein Bestes hier zu geben. Ich meine, die sind auch manchmal mit minimalen Arbeiten zufrieden. Aber komm, das muss ja schon so ein bisschen aussehen. Ja, noch ist er nicht ganz zufrieden, aber das kann ich ganz und gar verstehen. Das kann ich vollkommen verstehen. Statt hier einfach nochmal so ein bisschen gelbe Farbe, weil er wollte es ja richtig farbenfroh haben. Also, schön farbenfroh ist es jetzt auf jeden Fall bald.
Ich hätte es mir auch sehr einfach machen können. Aber er ist immer noch nicht zufrieden, oder? Nee. Ich kann nicht nur die gelbe Farbe nehmen. Ich mache jetzt eine Mischung von sämtlichen Farben. Vielleicht mache ich einfach mal die Zufallsfarbe. Vielleicht ist er dann damit zufrieden. Also das kann ja auch sein. Ist irgendwie weiß geworden. Ey, das hat ja gar keinen Sinn. Vielleicht ein bisschen hellblau drauf. Das ist ja wirklich so eine ganz spezielle Mission, muss ich zugeben. Ich glaube, der will wirklich überall Farbe sehen. Dann soll er halt überall Farbe bekommen. Vielleicht ein bisschen Grün noch irgendwie hier reinmischen. Der scheint irgendwie nicht zufrieden zu sein, oder? Schauen wir einfach mal nach. Ich meine, es ist jetzt kunterbunt. Es ist wirklich schade, wenn etwas so unspektakulär aussieht. Das Ganze könnte etwas Farbe vertragen. Nee, das hat er gar nicht mitgerechnet anscheinend. Naja, ist okay. Okay. Reicht schon aus. Danke! Wunderbar! Dann hast du wenigstens eine Farbe. Ich meine, das Haus... Er sieht definitiv besser aus, als wenn es nur weiß ist. Das ist allerdings wahr. So, eine Aufgabe gibt es hier noch und... Noch eine Herausforderung gemeistert. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ja, ist ja gut. Was fehlt uns denn noch alles? Okay... Uns fehlt aber auch noch zwei Zusatzwaffen. Also zwei Werkzeuge fehlen uns noch. Ich wüsste, wie man die bekommt. Sag mal, wo war denn die andere Mission? Hier war noch irgendwo eine Mission, müsste hier noch sein, bei der wir kopieren müssen. Daran kann ich mich noch entsinnen. Das Haus, was wir zusammengebaut haben. Das Problem ist einfach, dass hier... Oh, da hinten könnte es sein. Dass hier halt alles verschieden ist. Jo. Häuser, die völlig alleine herumstehen, sind ein trauriger Anblick. Es wäre gut, wenn dem Haus hier mindestens noch ein weiteres Gesellschaft leisten würde. Das ist doch gar kein Problem. Kopieren bitte. Hier kannst du die genaueren Einzelheiten deines Modells anpassen. Füge Steine hinzu, entferne Steine oder lass es, wie es ist, wenn es dir so gefällt. Ja, mir gefällt es so. Es ist doch okay. Gib einen Namen, platziere es im Rahmen. New Model kann man machen, ist okay. Nicht vergessen, mit dem Entdeckungswerkzeug kannst du alles aus deiner Sammlung platzieren, einschließlich gespeicherter Modelle. Können wir den denn hinstellen? Ist hier hinten noch Platz? Ich stelle ihn jetzt einfach hier hinten hin. Ich denke mal, das wird ausreichen. Ja. Moment. Das ist ja wieder das...
Moment. Hä? Ja, ich will das doch kopieren. Ich dachte, er hat das gespeichert. Verstehe ich jetzt nicht. Ach, warum funktioniert denn das jetzt nicht? Ich kopiere das halt einfach nochmal. Kopieren. Auswählen. Ach so, da oben. Ach so, da kann man das ändern. Ja, aber wie füge ich das denn jetzt wieder ein? Ach, Moment. Natürlich. Wir brauchen das andere Werkzeug. Und zwar das hier. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir halt zwei von den Dingern, aber das ist jetzt egal. Nein, das ist es nicht. Komm, bauen wir einfach mal hier hin. Jawohl. Sehr schön. Damit haben wir alle Missionen auf diesem Planeten geschafft. Bauer. So, uns fehlt aber immer noch was. Kopieren ist nicht schummeln. Es ist einfach nur eine Zeitersparnis. 10 goldene Steine. Damit kannst du die Rakete starten und hast genug Energie, um eine unbegrenzte Zahl neuer Welten zu erreichen. Kehre ja, ist okay. Zur Rakete zurück, wenn du bereit bist, Abenteuer zu erleben. Muss ich ja. Aber mich wundert eins. Normalerweise müssten wir hier noch etwas bekommen. Ja, bekommen wir auch. Freies Bauen. Im Modus freies Bauen sind alle Werkzeuge in einer praktischen Leiste verfügbar. Fortgeschrittene Spieler können so das Werkzeug wechseln, ohne das Spiel. Ups, ja. Wie dem auch sei. Wir haben etwas Neues freigeschaltet. Und können jetzt Welten suchen. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Wir werden jetzt erstmal eine neue Welt suchen. Ja. Dort reisen wir mal hin. Sehr schön. Was wir jetzt gerade quasi abgeschlossen haben, war sozusagen das Tutorial, könnte man sagen. Bevor man sich auf das Abenteuer stürzt. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass man die Spieler darauf vorbereitet, wie alles funktioniert. Und das Schritt für Schritt, aber halt nicht zu langweilig. Jetzt gibt es halt nur noch zufällige Planeten. Aber das macht richtig Spaß, das kann ich euch sagen. Auf diesen Moment gefreut habe. Genau aus diesem Grund werden wir das noch in diesem Part sehen. So, jetzt wird erstmal gelandet. Schauen wir uns den Planeten an. Womit haben wir es denn zu tun? Oh! Wunderbare Wiesen. Wunderbare Wiesen, sehr schön.
Damit haben wir neue Farben freigeschaltet. Du wirst Charakteren begegnen, die einen Gegenstand haben möchten, den du bei dir trägst. Im Austausch dafür geben sie dir vielleicht etwas Tolles oder eine Banane. Ob du dieses Risiko eingehen willst, musst du selbst entscheiden. Also, ich persönlich liebe Bananen. Du nur mit besonderen Waffen besiegen. Achte auf die verschiedenfarbigen Herzen. Zombies sind mit Standardwaffen nur sehr schwer zu besiegen. Wenn du ein mächtiges Schwert oder etwas Explosives hast, dann lass keine Gnade walten. Außer beim Zombie-Cheerleader. Die ist so süß auf eine teuflische, untote, hirnfressende Art. Der Typ, der braucht Hilfe. Ich muss diese Vogel irgendwie verscheuchen. Wenn du Missionen absolvierst, sind viele Gegenstände ganz in der Nähe. Aber einige erfordern womöglich eine Reise auf eine andere Welt. Keine Angst, der Missionsgeber wartet geduldig darauf, dass du zurückkommst. Das glaube ich. Ach, die Schubkarre haben wir noch? Ach nee, die haben wir noch nicht. Wie dem auch sei. Komm, lass mich mal drauf reiten. So. Schauen wir mal hier uns ein bisschen um. Das sieht doch wirklich cool aus hier. Vielleicht werde ich hier auch etwas errichten. Mal sehen. Aber wir müssen noch irgendwas bekommen. Das nicht. Ah. Das brauchen wir erstmal. Aber irgendwie ging das nicht. Ich weiß nicht warum. Okay, hier haben wir Steaks. Ja, nehmen wir einfach mit. Unruhestifter. Die können einem ganz schön auf die Nerven gehen. Aber sie sind irgendwie süß, oder? Jedenfalls haben sie Steine dabei, die du einsammeln solltest. Und manchmal haben sie vielleicht sogar etwas dabei, das noch wertvoller ist. Jage sie und bringe sie zu Boden. Sie sind gar nicht so einfach zu erwischen. Also musst du kreativ sein. Okay. Freigeschaltet. Warte mal, das will ich mir natürlich auch noch scannen. Ja, das Pferd kann ich noch nicht. Erst muss ich eine Aufgabe erfüllen. Wir können aber gerne nochmal nachgucken, ob wir das finden. Aber ich glaube nicht, dass wir das in diesem Part noch finden. Ansonsten machen wir das beim nächsten Mal. Hier ist schon die Grenze. Wow, da fällt einfach mal ein Trecker runter. So ein paar Dinge kann ich aber jetzt schon mal scannen. Der will sogar drei Sachen haben. Okay. Also... ich wüsste jetzt nicht, wo was ist, das wir sammeln können. Hier ist noch was. Hühner haben wir ja schon. Komm mal mit.
Ja, ich glaube aber nicht, dass wir das jetzt wirklich noch finden, da... Das könnte überall sein. Ach, man kann die auch während des Reitens aufsammeln, das wusste ich nicht, okay. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Möhren. Manche Pferde wollen auch nur Möhren, dann kann man denen auch eine Möhre geben. Das ist auch sehr praktisch. Ach, da flog wieder was raus. Noch eine. Es wird schon wieder so dunkel. Ja, ich denke mal, wir sind auch so gut wie fertig jetzt erstmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Feedback da. Ich würde mich freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder bei Lego World. Dann schauen wir uns diese Welt hier genauer an und versuchen noch ein paar Missionen hier zu erfüllen. Hier gibt es ja genug, die eine Mission haben. Und ja, es gibt ja jede Menge goldene Steine, die wir noch holen müssen. Und ich würde sagen, bis dahin sage ich erstmal Tschüsschen.